Also, wenn man so darüber nachdenkt, ist das Leben tatsächlich wie ein Cocktail. Es geht um die richtige Mischung. Dann holt man das meiste raus. Nehmen wir das hier zum Beispiel. Wir sind an Australiens wunderschönen Bondi Beach im Restaurant des Hotels Iceberg. Eine bessere Mischung gibt es nicht. Ein wunderschöner Sommertag, ein smaragdgrünes Meer zu Füßen. Ich bin Manny. Willkommen zum Mixing with the Best. Wir sind hier beim Suntory Cup, wo der beste Showmixer Australiens ermittelt wird, der dann dieses Jahr an der Weltmeisterschaft in Helsinki teilnehmen darf. Sind alle einverstanden? Der Wettkampf ist hart. Man muss nicht nur die Flasche festhalten, eine fallengelassene Flasche kostet Punkte. Man muss auch ein bisschen extravagant sein, was die Erscheinung angeht. Eine bessere Location als die hier am Strand von Sydney Harbour findet man nirgends. Es kommen immer mehr Zuschauer und die Teilnehmer machen sich warm, feilen ein letztes Mal an ihrer Show. Jetzt kann der Spaß beginnen. Das ist cool eingeschenkt, oder nicht? Hier gibt es einen leichten Kontrast. Die zwei hier haben denselben Farbton. Und der hier ist total anders. Aus Grün ist Orange geworden. Wie schafft man das von Grün zu Orange? Der ist ganz anders. Vorsicht, wilder Mann hinterm Tresen. Wie seine Drinks wohl schmecken. Den Weg an die Spitze muss man sich wohl erkämpfen. Mal sehen, wo fangen wir an? Mit dem Aroma? Der ist grün, der ist braun und der ist grünbraun. Der Sieger des Abends, der Australien bei der Weltmeisterschaft in Finnland vertreten wird, heißt Lloyd Kitada. Das war der Wettbewerb mit einem überaus verdienten Sieger. Fragen wir Lloyd, wie er es geschafft hat und was er für Helsinki geplant hat. Das ist der begehrteste Pokal des Showmixens in Australien. Und er gehört Mr. Lloyd Kitada, dem australischen Landesmeister des Showmixens. Es ist nicht das erste Mal für dich, oder? Das stimmt. Aber mal ehrlich, wie schätzt du es ein, verglichen mit deinen anderen Erfolgen? Das war wohl der härteste Wettkampf. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Sorgen gemacht, als ich zu diesem Wettkampf kam. Wie bei allen Wettkämpfen nicht, an denen ich teilnehme. Ich mache mir keine Gedanken über Sieg oder Niederlage.
Man braucht Glück. Und zwar an genau diesem Tag. Bei den Cocktails und dem Showmixen geht es gleichzeitig um drei Dinge. Man braucht einen guten Anfang, ein solides Mittelstück und ein fantastisches Ende. Denn darauf kommt es in dieser Sparte an. Ich habe letztes Jahr mit dir gesprochen, da hattest du auch gewonnen und du sagtest, es wäre vielleicht dein letzter Wettkampf. Das hätte es sein können. Und siehst du das dieses Jahr genauso? Momentan sehe ich meine Zukunft darin, anderen Barkeepern zu helfen. Wenn ich jemanden ausbilden, trainieren kann oder jemandem helfen, einen Wettkampf zu gewinnen, wäre das viel besser, als selbst zu gewinnen. Ich glaube, ich habe die wichtige Lektion gelernt, dass es an der Zeit ist, jemandem zu zeigen, wie man gewinnt, anstatt es selbst zu versuchen. Denn ich bin an eine Grenze gestoßen. Nein, höher hinaus geht es nicht. Siebenmaliger australischer Champion und Weltmeister? Zweimal. Der nächste Schritt ist für dich dann wohl Helsinki. Helsinki. Ich habe 4 Monate und ein gutes Gefühl dabei, weil ich viel gelernt habe, wie immer. Aber heute weiß ich einfach, was ich will und was ich nicht will. Ich weiß, dass ich mir große Mühe geben muss. Ich muss viel mehr Zeit und Arbeit in diesen speziellen Wettkampf investieren. Es ist eine Weltmeisterschaft. Das Land soll stolz auf einen sein. Danke vielmals, Manny. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Danke auch dir. Wir sehen uns in Helsinki. Ich werde dich anfeuern. Aber klar. Na dann, gut gemacht, Kumpel. Hier, nimm deinen Pokal. Mit Vergnügen. Wir sind hier im Dom-Restaurant. Wir gehen da rein und zeigen euch, worauf es bei Cocktails und Essen eigentlich ankommt. Was ist Degustation? Worum geht es bei einer Degustation? Eine Degustation ist eine Verkostung eines Menüs und oft geht es um die Getränke. Normalerweise Wein, aber in diesem Fall sind es Cocktails. Ja, das sollte ich mal probieren, denn da ist ein Limonengranita drin. Das ist ein Zuckersirup mit Limonensaft. Dieser Cocktail besteht aus Gin, einem Hauch von Limonenlikör und Kaffeelimette, um den Limonenaspekt komplexer zu machen. Die Schärfe des Gimlets und die Schärfe der Auster gehen eine gute Verbindung ein. Der erste Gang soll den Gaumen aufräumen. Auf zum nächsten Gang. Das ist eine scharf angebratene Jakobsmuschel. Ein alter Klassiker, kreiert für Tony Bennett im Caesars Palace in Las Vegas. In dem hier ist außerdem noch Clamato, eine Tomatenbrühe mit Austernauszug, würzig mit einer Austernnote. Dadurch überschneiden sich die Geschmacksnoten der Meeresfrüchte. Der Drink besitzt einen schönen Meeresfrüchtegeschmack, das Canapé natürlich auch. Dazu die verschiedenen Tomatenaspekte. Die Tomate ist schön dezent. Ein echter Gaumenkitzler. Und die Tomate verbindet alles schön miteinander. Ja, ein subtiler Geschmack, passt bestens. Der nächste Gang. Das ist dieses Gericht hier. Gebratene Ente mit einer Blutorangenmarmelade auf einer Brioche. Eine Brioche. Dieser Cocktail hier hat einen sehr vollen Geschmack. Grand Marnier, ein Spritzer Campari für die bittere Note. Blutorangensaft, der ganz wunderbar ist. Ein subtiler, süßer Saft. Und ein Hauch Holunderblütenlikör, um die blumigen Anteile hervorzuheben. Sehr schön. Bei diesem Gericht geht es um Ente und Orangen. Großartig, die Süße und die Ente passen schon immer gut zusammen und das schmeckt man hier sofort. Jetzt erforschen wir mal den Begleiter. Mir fällt die bittere Note auf und sie spielt fast mit dem leicht fettigen Aspekt der Ente, dem natürlichen Geschmack der Ente und der Süße, der Orangenmarmelade. Das geht alles eine wunderbare Verbindung ein. Wie seid ihr nur darauf gekommen zu sagen, hey, zum Essen kann man Cocktails trinken? Warum?
Wenn man Cocktails mit Essen verbindet, kann man die Geschmacksnoten wesentlich besser aufeinander abstimmen. Beim Wein gibt es subtile Unterschiede im Geschmack, auf die man sich verlässt, die Säure oder Fruchtigkeit, die dem Gericht zuträglich sein sollen. Mit Cocktails und den Gewürzen, dem Gemüse und den Kräutern dringt man in das Herz der Geschmacksverbindungen. Sie passen sehr gut zueinander. Das erreicht man mit einer Weindegustation nicht. Ich sage nicht, dass es besser ist. Es ist einfach anders und man erzielt eine größere Komplexität der Aromen im Drink, kombiniert mit den Speisen und wie sie sich im Mund vereinen. Das ist ein viel engeres Zusammenspiel. So würde ich es beschreiben. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn Ben etwas Koriander ins Spiel bringt. Wir nehmen ein stabiles Mixglas, einen ganzen Zweig frischen Koriander. Den brechen wir einfach auf. Ich nehme das flache Ende meines Barlöffels, um ihn zu zerdrücken und die frischen, ätherischen Korianderöle freizusetzen. Dazu fügen wir 6 bis 8 Limettenspalten. Zerdrücken sie, um etwas frischen Limettensaft zu erhalten. Jetzt den Chartreuse, 30 Milliliter, dann 30 Milliliter grünen Apfellikör, 15 Milliliter Absinth. Der Absinth bringt den Effekt, er steigert die Komplexität des Drinks. Dazu kommen jetzt noch 30 Milliliter weißer Kranbeerensaft. Dieser Saft erfreut sich in letzter Zeit einiger Beliebtheit, die weiße Kranbeere. Etwas süßer und nicht ganz so herb wie rote Kranbeeren. Das schütteln wir jetzt mal. Dann durch unser Doppelsieb und einfach rein. Damit keine Korianderstückchen im Drink herumschwimmen. Ja, wir möchten ja nicht, dass die Leute sich Zweige aus den Zähnen pulen müssen. Dazu ein frisches Korianderblatt. Sieht furchterregend aus, wie Kryptonit. Sollte ich mir Sorgen machen, dass mich danach meine Kräfte verlassen? Herrlich. Der Apfellikör macht ihn schön weich. Die Limette nimmt dem Absinth und dem Chartreuse die Schärfe. Sehr schön ausbalanciert. Da hätten wir es, ein weiterer Triumph des Cocktailmeisters Ben Davidson. Wenn jemand etwas vom Cocktailpuls Sydneys versteht, ist es Justin Hemmes, unter anderem Besitzer des Hemisphere. Bei einem erfolgreichen Hotel oder einer Bar geht es um die Atmosphäre. Das Umfeld, das vor allem bestimmt wird durch die Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter brillant sind und diese Atmosphäre erzeugen, werden auch die Gäste großartig sein. Die Leute amüsieren sich und kommen wieder. Das Wichtigste sind für mich die Mitarbeiter. Dann der Sound, also die Musik. Die Qualität der Audioanlage, die Titel, die gespielt werden. Dann das Licht, die Klimaanlage. All diese Dinge gehören dazu und die architektonische Gestaltung. Es sind all diese Aspekte, die ein Lokal ausmachen. Wenn diese Mischung stimmt, hat man ein herausragendes Lokal. Es ist interessant, denn wenn man so etwas entwirft, muss man bedenken, wie es genutzt werden soll. Die Bar für das große Publikum in so einem Etablissement wäre die unten im Erdgeschoss. Man muss sich vor Augen halten, dass dort nachts Tausende von Menschen sein werden. Also muss sie narrensicher bzw. stabil gebaut sein. Wenn ich unten in der Bar einen Drink nehme, will ich mitten unter Leuten sein. Wenn ich mit den Jungs einen trinken gehe oder mit den Mädels, dann weiß ich, da ist die Hölle los. Es ist aufregend. Man wird bedrängt und leicht angeschubst, wenn jemand an einem vorbeigeht. Das ist sehr interaktiv. Und dann haben wir das Hemisphere, wo wir weitergehen, es etwas dekadenter gestalten und diese wunderschönen Stoffe einsetzen konnten. Man kann weiche Polster verwenden. Man kann mit Sofas und teuren Stoffen arbeiten. Die wunderschönen Designs und die Teppiche. Und man kann herrliche Ornamente ins Spiel bringen, weil hier nicht die Massen durchlaufen. Beim Design muss man immer Kompromisse eingehen, besonders in einer öffentlich zugänglichen Bar. Aber beim Hemisphere sind wir dem am nächsten gekommen, wie wir uns die ideale Bar vorstellen. Das unterscheidet uns vielleicht von anderen Leuten, von anderen Betreibern.
Denn die Betreiber überlassen es oft den Architekten. Und die mögen noch so talentiert sein. Sie entwerfen das Ganze mehr aus der Sicht des Architekten. Wie hat es angefangen? Meine Mutter und mein Vater waren in der Modebranche extrem talentiert. Sie hatten ein sehr erfolgreiches Modelabel. Es hieß Merivale und Mr. John. Und es ging vor allem um Qualität. Meine Mutter war viel in Übersee unterwegs, um den Einkauf abzuwickeln. Sie hat ihre eigenen Entwürfe hergestellt und sie importiert. Das war damals in den 50ern, 60ern und 70ern. Und sie hatte immer die neuesten Schallplatten, die alten Vinylscheiben. Und sie war die Erste, die zum Beispiel die Beatles und andere Künstler aus der Zeit hatte. Sie hat sie in ihrem Geschäft aufgelegt. Die Leute kamen zum Beispiel samstags, um dort Partys zu feiern. Es waren Partys in der Boutique und es gab auch eine Bar. Mitten in der Modeboutique eine Bar. Und sie spielten diese Schallplatten, die man damals hierzulande nicht bekam. Wir haben es sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, meine Schwester und ich. Und wir hatten immer diese unglaubliche Leidenschaft für Musik. Hast du vor, eine eigene Kollektion zu präsentieren? Sicher, lass dich überraschen. Auf der anderen Seite der Stadt im Herzen von King's Cross liegt Hugo's. David Evans, der Besitzer, erklärt uns seinen Erfolg. Angefangen haben wir in Melbourne. Wir hatten eine Bierbar unten in St. Kilda und dann ein weiteres Restaurant in Melbourne, genauer gesagt in Brighton. Es hieß The Pantry. Danach sind wir vor etwa 10 Jahren nach Sydney hochgekommen und haben das Hugo's in Bondi eröffnet und sind dann vor 5 Jahren ins Cross umgezogen. Wir haben die Synergie zwischen King's Cross und St. Kilda erkannt und gedacht, nochmal am Strand, das geht nicht. Also sehen wir uns an, wo in Sydney noch was drin ist. King's Cross, perfekt, ein Rotlichtmilieu, etwas verrufen, also kamen wir hierher. Ihr hattet Erfolg. Ihr wart also unten in Melbourne und seid nach Sydney gekommen. Gab es da Widerstände? Nein, überhaupt nicht. Der Umzug nach Sydney war problemlos. Die Gäste haben uns extrem gut angenommen, wie auch alle anderen. Und es war großartig. Deswegen sind wir nie weggegangen. Wir wurden hier besser angenommen als in Melbourne, also dachten wir uns, das ist toll, hier bleiben wir. Ihr habt den richtigen Mix gefunden, was das Design angeht, und offensichtlich habt ihr gute Mitarbeiter und steht ganz oben, was Cocktails in Sydney, wenn nicht ganz Australien betrifft. Kommen deswegen die coolen Gäste oder habt ihr es ganz kalkuliert auf sie abgesehen? Es ist eine Kombination verschiedener Aspekte. Zum einen die Drinks, definitiv. In den 15 Jahren, in denen ich in dieser Branche arbeite, sind die Drinks weit gekommen, was wohl daran liegt, dass sich das gesamte Umfeld verändert hat. Früher gab es Nachtclubs und Restaurants und jetzt gibt es die sogenannten Lounge-Bars, die seit etwa 5 Jahren in sind. Und das war die Wiedergeburt der Cocktails, wie wir sie heute kennen. Dazu gehören aber auch die qualitativ hochwertigen Speisen. Bei uns geht es nicht nur um Drinks, sondern auch um das Essen. Wie gesagt, in den letzten 5-6 Jahren sind aus den Restaurants Restaurant-Cocktailbars geworden, sogenannte Lounges. Man sieht in letzter Zeit zum Beispiel Kneipen, die im Design viel von dem machen, was man hier bei dir in der Lounge und der Bar Pizza und der Skybar sieht. Aber sie ziehen nicht dasselbe Publikum an. Ich glaube doch, bis zu einem gewissen Grad. Es hat vor allem mit der Lage zu tun und dann auch mit dem Design. Es muss einfach alles passen. Und die Leute, die in unsere Lokale kommen, die sind, nehme ich an, mit dem Thema Design sehr vertraut, was gut aussieht und was nicht. Die Abweichung mag bei 10% liegen, aber die entscheiden womöglich darüber, ob die Leute es sich ansehen und sagen, wow, das ist echt gut gemacht oder eben nur, ja, geht so. Jetzt mixt uns Mark Ward, Chef-Barkeeper in Hugo's Bar und Bar Pizza, etwas ganz Besonderes. Als nächstes machen wir mal eine Abwandlung des Koblers. Man gibt etwa eine Viertel Ananas hinein, ein paar Orangenspalten und dann etwas Zitrone. Obendrauf ein kleines bisschen weißen Zucker, handelsüblichen weißen Zucker. Dazu kommen sogenannte glasierte Ribery-Früchte. Kann ich mir mal eine nehmen? Nur zu, rein mit den dreckigen Fingern. Wie viele kommen rein? Ein Löffel voll? Etwa ein Barlöffel voll. Und ein bisschen vom Sirup, denn da ist der Geschmack drin. Mit dem großen Stößel, geht das in Ordnung? Bringt mich aus der Fassung, aber gut. Serviette gefällig? Jetzt kommen wir zum Rum und da bin ich mir sicher. Es geht um Rum, wir nehmen den Weißen. Rum wird aus Zuckermelasse hergestellt.
Es fängt mit einem Konzentrat an. Das betont die Süße und verbindet das Ganze miteinander. Wir ändern jetzt die Mengen, weil wir Aperol hinzufügen, die süße Schwester des Campari. Von dem Rum nehmen wir 45 Milliliter und 15 Aperol. Das Glas ausrichten, leicht draufschlagen, ein leichter Schlag hinten drauf und dann schütteln. Weil ihr hier seid, schütteln wir in diese Richtung. Man sollte ihn nicht doppelt durch sein, es darf ein bisschen grob bleiben. Man möchte Fruchtstückchen herumschwimmen sehen, auch etwas von den Beeren. Zum Abschluss zerstoßenes Eis und voilà. Das ist ein Ribery Cobbler. Das nenne ich eine feuchte Bar. Also ich bin mit Gary Beetle hier. Er ist der Gewinner des Full Moon Beach Party Cocktail Wettbewerbs und er präsentiert uns einen Gewinnerdrink. Also los. Gut, hier geht's um den Summer Dreams. Es fängt mit einem süß-sauren Mix an. Eine Mischung also aus süßen und sauren Noten. Also nehme ich einfach Passionsfrucht und Zitrone für das Süße und Saure. Du nimmst nur eine halbe? Man kann auch mehr nehmen, weil wir auf einer Insel sind. Warum nicht? Dann brauchen wir einen neutralen Schnaps. In diesem Fall einen Methusalem-Rum. Der passt gut. Süß ist er trotzdem. Er hat diese wunderbare Süße des Rums. Er verleiht ihm Fülle. Ein bisschen Eis in den Becher. Und natürlich Midori. Es ist ja ein Midori-Cocktail. Und Eistee, um den Drink zu verlängern und ihm den tropischen Flair zu verleihen. Also einen Schluck davon. Der Tee verlängert den Drink, macht ihn erfrischend. So ist es. Nicht zu süß am Gaumen und er verbindet so viele Dinge. Dann mal los. Wenn die Cocktailgläser aus Plastik sind, weiß man, man ist auf einer Inselparty. Damit Manuel mit seinem Glas nicht davontreibt. Genau. Herrlich, sieh dir das an, wunderschöne Farbe. Das wär's fast. Ein paar von den schönen pinken Strohhalmen, mit denen man uns versorgt hat. Und da ist es, das Klatschen. Damit setzt er die ätherischen Öle der Minze frei. Und wenn man sie dann an die Nase führt, bumm, hat man dieses erfrischende Minzearoma direkt in der Nase. Minze, sie sollte alle Sinne gleichzeitig stimulieren. Gute Arbeit. Toller Plastikbecher. Na dann, Prost. Gern geschehen. Dann mache ich mir mal selbst einen.